diese zwei Weltmeisterschaften, dieser hieß der Stand, fast mal ganz kurz zu sagen. Ja, noch ein bisschen länger. Genau. Sehr viel Zeit. Ja, also in Hengelo war es tatsächlich so, es war ein ganz normales Meeting, Leichtathletik-Meeting, großes Leichtathletik-Meeting, wo ich letztes Jahr schon mal die Möglichkeit gehabt habe, mit meinem Konkurrenten aus den Niederlanden abzuspringen. Letztes Jahr war ich ganz optimal, da kam ich den Tag davor von Innsbruck, von einem anderen Wettkampf. Das war nicht ganz optimal geplant, das hat nicht so funktioniert. Dieses Jahr habe ich mich besser darauf vorbereitet und ja, die Bedingungen waren schön, wir hatten gutes Wetter. Der Wind hat ein bisschen gewechselt, das war das große Problem und ich lag dann wirklich nach dem fünften Versuch noch auf dem sechsten Rang. Also war wirklich weit darüber, überhaupt bis ins Finale zu kommen. Und dann habe ich im letzten Versuch dann noch irgendwie das Ruder umgerissen, habe dann mit 2 cm vom zweiten, dann weiß ich, noch die Führung übernommen. Konnte auch dann keiner mehr kontern, hat mir schon auch Spaß gemacht hinten raus. Das war wirklich, die ersten 4 Platzierungen waren von 7,95 bis 8,07 Meter, also wirklich ganz, ganz eng alles zusammen. Das war unglaublich spannender Wettkampf, hat richtig Spaß gemacht. Und da war es so, dass es auch komplett in der Wertung war. Also in Deutschland ist ja so geregelt mittlerweile, gemeinsam Wettkämpfe ja, aber das Ganze wird getrennt gewertet. Das heißt, ich kann die Tagesbestweite theoretisch springen, damit aber nicht gewinnen. Was ja erstmal auf der Basis der Untersuchung erstmal in Ordnung ist, habe ich auch gesagt, das finde ich in Ordnung. Dasselbe habe ich fairerweise auch in Holland angeboten, dem Veranstalter. Da habe ich gesagt, wir würden es gerne so machen. Ich denke, um einfach in einer Linie treu zu bleiben, dass ich da auch einfach für mich persönlich eine klare Linie reinbekommen und das einfach angeboten. Und da kam dann auch ganz klar die Antwort, wir sind da gar kein Grund. Also aktuell sind wir überhaupt gar kein Anlass, das auf eine getrennte Wertung zu machen. Du springst hier ganz klar auf den Match. Ja, das war die Entscheidung des Veranstalters, deswegen dieses Angebot bestand, wurde dann so entschieden. Klar ist natürlich dann noch der letzte Kick, was dann die Herausforderungen angeht. Klar ist es immer schön, eine Konkurrenz zu haben. Aber klar, wenn es dann wirklich dann noch auch im Ranking geht, dann ist es vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Was schön ist, was aber auch okay gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre.